Heute vor genau 10 Jahren brannte in der Innenstadt von Eisenach nach einer Schießerei ein Wohnmobil aus. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass die Toten im Inneren des Fahrzeuges Bankräuber waren. Danach war von V-Leuten des Thüringer Verfassungsschutzes die Rede. Dass die Polizei mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt zwei der gefährlichsten Rechtsterroristen der Nachkriegszeit zur Strecke gebracht hatte, wurde erst Tage später bekannt. Nicht die einzige Panne bei der Aufklärung der NSU-Straftaten. Katharina Kunert. Es ist der Tag, der endlich Aufklärung bringen sollte. Der 4. November 2011. In Eisenach werden Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot in ihrem Wohnmobil gefunden. Beate Zschäpe zündet die gemeinsame Wohnung in Zwickau an, stellt sich dann der Polizei. In den Trümmern neben Tatwaffen mehrere DVDs. Auf ihnen befindet sich ein Propagandafilm, der sich auf eine Gruppierung namens Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, bezieht und neben propagandistischen Ankündigungen auch Täterwissen bezüglich der Imbissbudenmorde enthält. Imbissbuden- oder Dönermorde, so wurden die Taten genannt. Die Behörden ermittelten lange im migrantischen statt im nationalistischen Milieu. So konnte die rassistische Mordserie über Jahre hinweg unentdeckt bleiben. Begonnen hatte sie am 9. September 2000 in Nürnberg, als der türkische Blumenhändler Enver Şimşek erschossen wurde. Bis 2007 tötete der NSU insgesamt 8 Männer mit türkischen und einen mit griechischen Wurzeln sowie eine deutsche Polizistin. Außerdem werden dem NSU 15 Raubüberfälle und 3 Anschläge zugerechnet. Auch der Nagelbombenanschlag von Köln am 9. Juni 2004, bei dem 22 Menschen teils lebensgefährlich verletzt wurden. Die Polizei hat immer nur nach einem Mafia-Hintergrund gefragt und ist von Erpressung oder Schutzgeldforderungen ausgegangen. Die haben nie wegen Terrorismus ermittelt. Wir sind uns wie Beschuldigte vorgekommen. Das war eine schwere Zeit. Und sie sollte nicht enden. Bis zur Verurteilung von Beate Zschäpe vergingen weitere Jahre. Im Juli 2018 dann der Schuldspruch. Lebenslange Haft bei besonderer Schwere der Schuld. Also mindestens 15 Jahre Gefängnis. 4 Mitangeklagte bekamen ebenfalls Haftstrafen. Für die Hinterbliebenen allerdings nur ein schwacher Trost. Was der Tod unseres Vaters mit uns gemacht hat, was für ein Leid wir erlitten haben, darauf ist man gar nicht heute eingegangen. Das hat niemanden interessiert und das hat uns sehr wehgetan. Abschließen kann man nicht, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, die werden nach dem deutschen Rechtssystem werden die irgendwann wieder rauskommen und ihr Leben weiterleben. Unzählige Prozesstage und zahlreiche Untersuchungsausschüsse. Trotzdem sind noch immer viele Fragen offen. Zur Finanzierung der Gruppe, zur Rolle des Verfassungsschutzes. Deswegen so die Forderung auch heute wieder, die Aufarbeitung muss weitergehen.